Mit dem ersten Lied möchte ich euch in das Wien der Nachkriegszeit entführen. Volksschullehrer, hat der Josi gesagt, Fußballtrainer auch. Und zwar mit Kindern, seit mittlerweile 40 Jahren. Da habe ich ein Buch herausgebracht und aus dem Buch möchte ich euch zwei amüsante Begebenheiten mit Kindern erzählen. Also ich lese sie nicht vor, ich erzähle sie, die einem einfach so dann einmal vorkommen. Es war mit einer Mannschaft von Austria Wien, ist jetzt her gute 35 Jahre ungefähr, und wir waren auf einem Fußballturnier in Deutschland, in einer Halle im Winter. Untergebracht waren wir in dem Klassenzimmer einer Schule. Das war mit riesengroßen Glasfenstern, durch die die klare Nacht hereingeleuchtet hat. Die Kinder alle gelegen auf Matratzen oder in Schlafsäcken, und drei Betreuer waren wir, zwei sind im Hintergrund gesessen, ich in Sichtweite der Kinder, irgendwas stimmt nicht, oder? Ich in Sichtweite der Kinder und habe halt gewartet, dass sie einschlafen. Weil eins war klar, wenn man die jetzt nicht beaufsichtigt und wir gehen runter und unterhalten uns mit den Trainern der anderen Teams, was ja interessant war, dann haben wir Rambazamba und Mitternachtsparty. Gut, also ich bin gesessen auf einem Lehnsessel, ähnlich wie die hier im Lokal, neben dem Lehrertisch, und habe also die Kinder beobachtet. Alle haben geschlafen, bis auf einen. Ein kleiner Bosnier, der Adnan, ein Schlitzohr, Botzenfußballer, aber
genau gewusst, wenn ich runtergehe und der schläft nicht, haben wir innerhalb von 10 Minuten Bad. Und am nächsten Tag eine müde Mannschaft. Na gut, gesagt, getan, ich sitze dort, merke, Adnan liegt in seinem Schlafsack oder auf der Decke und alle paar Minuten ist sogar. Schaut er noch her? Aha! Zack, weiter. So getan ist, aber schläft. Okay, das kann aber nicht die ganze Nacht so gehen, haben wir gedacht. Habe ich genommen eine dicke Winterjacke. Während zu einer kurzen Pause von 3-4 Minuten, wo man genau gemerkt hat, da bleibt er unten. Lehne diese Winterjacke mit den Ärmeln drapiert auf den Lehnen und mit dem Oberteil der Jacke so nach oben stehen und habe mich ins Hintergrund zurückgezogen. Da haben wir gewartet, was passiert, ob er den Schmäh merkt. Nach 2-3 Minuten wieder. Zwei, dreimal abgewartet, hat er nicht geschnallt, dann haben wir uns geschlichen und haben am nächsten Tag eine fitte Mannschaft gehabt. Mit der gleichen Mannschaft war ich dann im Sommer in Innsbruck auf einem Turnier und dort gibt es in der Reichenau eine uralte Jugendherberge. Zimmer mit, was ich, wie viele Stockbetten drinnen. Und wir waren in einem solchen, das war also ein größerer Raum mit 8 Stockbetten und ein kleinerer mit 3 Stockbetten. Da waren alle untergebracht, inklusive Betreuer. Eigene Betreuerzimmer gab es damals nicht. Gut, Kinder liegen alle im Bett. Einer meiner 3 Betreuer war hundsmüde, Briefträger vom Beruf, war natürlich müde, hat sich auch ins Bett gelegt. Und wir anderen 2 sind runtergegangen im Hof, um mit den Trainerkollegen, die auch dort untergebracht waren, zu plaudern. Ich habe gedacht, okay, wenn der Walter in sein Bett liegt, der wird es ja merken, wann die Jungs munter werden. Gut, wir sitzen unten und auf einmal sagt der Trainer von der Wiener, der Fritz Jagdschütz, zu mir, heißt Richard, schau mal zu euch zu den Fenstern auf, da schaut dauernd der Kopf durch die Vorhänge. Tatsächlich. Der Kopf eines Kindes schaut durch den Vorhang, geht wieder zurück, denke mir, das kann es nicht sein. Bin hinein ins Haus, wir stiegen hoch, war lustig, das waren so 19er Staffeln, knarrend, quietschend. Also ich bin geschlichen wie ein Indianer am Kriegspfad. Der Winnetou war direkt dagegen gewesen. Und dann war ich endlich vor der Türe des Zimmers. Problem war, die Türe war nicht geölt. Gequietscht vom Fenster. Ich bin hergegangen, die Türschnalle zentimeterweise runtergedrückt, die Türe leicht angehoben, weil da quietscht es dann ein bisschen weniger, und dann zentimeterweise aufgedrückt. Damals war ich ein bisschen schlanker als heute, ich habe also nicht so weit aufdrücken müssen. Habe mich dann durch den Spalt hineingezwängt, daneben neben der Tür an die Wand gestellt und ein bisschen zugehört. Ja, gelacht, gekudert, Witze erzählt. Dann habe ich ganz leise gesagt, Jungs, darf ich bitte mitlachen? Der zirkt sie noch immer. Ich glaub gar, der wird allerweil noch schlimmer. Wer dabei verdient, ist an jedem Knorr. Die Waffenindustrie jubiliert Jahr für Jahr. Und nebenbei basteln's weltweit daran, dass Gift wirst schon von Kindheit an. Weil die Pharma-Lobby ist daran interessiert, dass auch durch Corona noch Geld kassiert. Corona war, das haben's längst entdeckt, kein Killer-Virus, das was uns schreckt. Geschafft haben's es mit dem Medien-Tam-Tam, dass die Leute alle unnötig Angst davor haben. Da wird einem halt Angst und Bang, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. In der Schulen, da hörst kein Deutsch mehr. Dafür kriegst für viele Sprachen ein Gefühl. Ein unfallfreien deutschen Satz gibt's da kaum. Dafür für den Transgender-Wahn viel Raum. Im Kindergarten sollen's lernen über Sex.
geht's mir schon langsam nicht mehr auf den Keks. Ich frag mich, wofür die Verwirrung bloß hin? Und weiß bald nimmer mehr, wer Mandel bin. In der heutigen Zeit ist nix mehr wie's gehört. So mancher wegen den Zuständen schon rehrt. Transvestiten produzieren sie da schon für die Kinder. Beim Reden muss da dauernd ordentlich gendern. Da wird dann halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. In Österreichs Parteien, da geht's ganz schön zu. Die kriegen von der Urfang bei den Wahlen gar nicht genug. Bei jeder Wahl kassieren sie andere Schlappen und reißen noch immer nur blöd auf die Pappen. Die Leute haben längst mehr kein Geld fürs Leben, drum tut's jetzt viel mehr Arme geben. Die Regierung soll sich mal mehr interessieren, das Volk nimmer mehr so zum Sekieren. Und wisst ihr, was Besonderes an der Sozis ist? Da gibt's einen Vorsitz, ein tierisches Gris. Ein Giraffenmarsch im Brunnen, ein coole Giraffen, wollt's machen, statt die anderen Affen. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang.